Wir stehen vor verschlossener Türe im Weltraum. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Also ich dachte schon, das ist jetzt hier eine Folge. Im Weltraum hört dich keiner spielen oder so. Deswegen sagen wir nichts, aber anscheinend sagen wir doch was. Wir sagen doch was. Wir sind ja nicht so. Wir nehmen Granaten mit. Oh, wir sind schon wieder Sicherheitstypen. Oh, warte mal, da. Da oben war sogar noch Geheimnis. Moment mal. Hä? Das ist das, was man sagen muss an der Stelle. Hä? Da hinten rechts, da irgendwo. Hier wahrscheinlich auf irgendeiner Anlage. Ne, das ist die Waffe, die da blinkt. Aber da drunter. Dieser Plan. Charta der Mondbasis. Ach, schau mal einen an. Ah ja, okay, ach, da geht's dann die verschiedenen Level hoch und so. Das ist jetzt aber ein bisschen komisch gewesen. Das Erledigen von diesen zwei Sicherheitstypen hat am Ende tatsächlich nur ein Geheimnis offenbart. Zumindest jetzt hier am Start. Ah nee, Quatsch, da hinten sind ja noch welche. Ist Unsinn, Quatsch erzählt. Entschuldigung. Das haben wir jetzt hier noch neue Kommandantin in der Nähe. Kommandantin, wie man sie auch nennt. Bevor er sich umdreht. Wie ist denn so ein Mondsoldat? Wo wohnt denn der? Okay. Ah, ist mehr so wie so auf dem U-Boot, ne? Viel Platz. Kannst dich da reinschnippeln? Ja. Das hört natürlich übrigens keiner. Das ist völlig okay. Ach, guck mal, hier sind wieder die Röntgenbänder. Das könnte auch gut auf einer Dings sein, auf einer imperialen Basis, oder? Das schon, ja. Also, der Stormtrooper hatten wir auch schon. Oh, ein Dark Force Remake, ey. Hä? Das ist, ach, das ist einfach nur der. Hätten wir auch da lang gehen können. Okay. So rum. Aber der Effekt ist immer noch schön mit der Unschärfe, ne? Dass der rausgeht. Also, wenn wir da lang. Ups. Aber hier geht's dann noch Strahlung weiter. Strahlung stärker, das. Da können wir auch noch irgendwo raus, da nicht. Aber hier. Was zum Teufel geht hier vor? Schlägt Alarm. Ja, geil. Na, das war ja super. Ja, rutsch du nur rum. Ups. Und wie viel Munition wir davon verbraucht? Na doch, die frisst das recht fix. Stimmt schon. Ja, nicht ganz. Bumm. War ja nicht scharf? Wahrscheinlich. Nee. Schade. Schade. Weil wir haben doch dafür auch einen Counter, ne? Ja. Oh, 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 fuck, den gibt's ja auch noch. Vielleicht das LKW nochmal? Ja, warte mal, ich kann das ja aufladen. Genau, deswegen. Kannst beide aufladen. Ach, das lädt sich damit auch auf. Das ist ja auch irgendwie Batterie, nennt sich das. Ich probe, ob du das auch als, was schon mit aufgeladen ist oder ob du das aufladen kannst und für die Hand haben musst. Nee, das ist scheinbar anders. Andere Akku. Okay. Er verträgt offensichtlich etwas mehr. Das ist so geil, wie die aufklappt, ne? Tut. Super. Hä? Wieso lebt der noch? Ah, ich hab das mal kurz korrigiert. Ja, das ist auch geschafft. Moment. Moment, Augenblick. Das können wir lösen, das Problem. Na? Ne, er hat sich aber voll. Alter Falter. Das war mir so beim Spielen gar nicht so doll aufgefallen. Aber, Links? Links, da gab's doch noch. Das ist ja wirklich ultra brutal zum Teil, das Spiel. Auch was so einzelne Körperteile rausschießen aus den Leuten angeht. Wo man es die meiste überhaupt nicht merkt. Halt. Ja, weil es so schnell geht. Guck mal, ob du die nicht doch aufladen kannst. Gleich, wenn du nach dem Kampf zurückgehst. Ja, weiter. Ah! Ja, nämlich doch, du musst aber ausgepackt haben, oder? Ach, sehr gut. Ja, man muss ja offensichtlich. Das LKW muss jetzt auch nochmal getrennt dann ja, haben. Ja, das passt schon. Das lädt sich eh von alleine nach, das LKW ein bisschen. Da kannst du das kaputt schießen. Das ist nur, dass da Gas rauskommt, da kann man dann drauf schießen. Und dann entflammt das, oder was? Ja, aber guck mal. Ist du das? Ganz schön ist voll die, weggebrannt. Voll die, auch voll der Teil rausgeschnitten aus dem Zeug, aus dem Körper. Lecker. Also da sind sie schon nicht so ohne,
die Collision. Aber super schön detailliert, die Level. Echt der Hammer. Macht voll Spaß. So in der Grafik mal ein Rollenspiel, so wie Fallout. Das wär's halt. Naja, kommt doch alles. Ja, ja, wird alles kommen. Oh, krass. Ist ja, ja sogar jetzt bei derselben Firma. Ja. Ja, genau. Ja, funktioniert also auch. Gleich ein Publisher, das, ja. Aber wer weiß, wie die so ihre Projekte demnächst verteilen. Mhm. Na gut, das Dings wird immer bei den klassischen Bethesda-Leuten bleiben. Aber vielleicht kriegen sie ja irgendwann mal ein bisschen Unterstützung bei der Technik. Das sind alles immer dieselben Zimmer, oder? Oh. Geil, wie er sich da hinten versteckt hat. Noch so. Ja. Hast du ja wohl gedacht, dass das wird was? Nee, hättest ja auch mal Verstärkung rufen können. Schnell Verstärkung rufen, was da in der Nähe ist. Mannschaftsquartier. Oh, aber 29. Schau mal, falls die tatsächlich, das Team tatsächlich vielleicht das neue Doom macht, also so, auch so dunkle Ecken und dann mit den Lichteffekten, das könnte schon was werden. Ich bin jetzt auf das Alien gespannt. Ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Große Befürchtung, dass das nicht richtig funktioniert in dem Moment, wo du das Alien siehst. Mal schauen, vielleicht schaffen sie es auch ähnlich wie Wolfenstein nach ein paar blöden Spielen. Ja. Dann nur wieder ein gutes aus der Serie rauszuholen. Weil das Komische ist, bis jetzt immer so von dem Material, was man so sieht von dem neuen Alien, ist alles immer stimmungsvoll und sieht irgendwie cool aus. Und sobald das Alien mal irgendwo auftaucht, mal irgendwo langläuft, sieht es komisch aus. Sieht so, das läuft so merkwürdig und. Ist auch schwierig. Das ist ein bisschen so wie im ersten Film. Das Alien, wenn es dann so richtig stand, man hat es ja im ersten Film so gut wie gar nicht gesehen, aber wenn es dann mal doch irgendwo so richtig stand, da hast du halt schon gemerkt, naja, ist halt ein Mensch drin. Ne? Das haben sie später nicht besser gekriegt, ja, vor allem im dritten Teil dann. Weil sie ja auch viel mehr mit Dunkel, also noch mehr mit Schatten und so gearbeitet haben in den anderen Teilen. Ja, wo im zweiten nicht so viel, gar nicht mal. Ja, aber da waren die Viecher dann so an den Wänden und da waren diese ganzen Wände dann eher so organisch, dass es man gar nicht richtig erkennen konnte, war das jetzt Viech oder war das jetzt richtig war das jetzt richtig? Ach, fuck it. Ja. Wir wollen es auch mal gut einfach. Ist ja nicht so, als hätten sie es verdient. Dieses Rumgeschleiche. Oh. Wir sind ja schon ein paar unterwegs. Nee. Er läuft nicht weg. Oh, wie geil! Weltraumlaser-Zeug. Und dann noch die Railgun zwischendurch. Oh Mann. Das würde ich mal wieder für einen richtigen Sci-Fi-Shooter geben. Für einen System Shock nochmal, ein weiteres vielleicht. Das wäre auch cool, ne? System Shock. Werden wir aber, glaube ich, nicht sehen. Hm, sag das nicht. In Deus Ex kam auch irgendwann nochmal. Ja. Nee, aber ich meine so einen richtig klassischen Sci-Fi-Shooter. Ein Starship Trooper oder sowas. Halt wirklich gegen so Viecher und dann groß inszenierte. Im Grunde genommen Call of Duty ist mit einem richtigen Sci-Fi-Szenario. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Nur vielleicht machen die das dann halt noch. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann so Auskopplung machen, ähnlich wie Battlefield jetzt das auch macht. Also es wäre ganz klar cool. So eine Hauptserie trennen und dann halt immer so Ableger machen. Haben sie gerade mit Battlefield ja eh früher schon gemacht. Ja. Mit verschiedenen Zeiten und so. Und das machst du mit dem neuen auch. Was mir da halt ein bisschen Sorgen macht, dass zumindest die Dings, die Infinity Ward-Leute haben halt schon, als ich die im Interview hatte, die haben halt der Dings hier, der eine Chef da, dessen Namen ich immer vergesse, der hat halt schon ganz klar gesagt, sie werden nie richtiges Sci-Fi machen. Das muss ihr Team ja nicht, aber gut. Das wird auch zwei andere Teams noch machen. Ja. Mal gucken, wie das Dings wird. Das Armed Warfare. Aber das ist auch noch nicht genug Sci-Fi. Wir gegen so Alien-Massen kämpfen. So Sasha Tupa-mäßig halt wirklich. Das war damals an diesem Star Trek Shooter cool. Weil das hat der, trotz der ganzen Schwächen, die der gehabt hat, das hat er geschafft. Ja, dafür hat er viele andere Sachen verfolgt. Ja, da waren viele Schwächen. Leider. Aber das hier sieht doch total, das könntest du 1:1 in Doom reinnehmen, oder? Ja, könnte auch so ein Alien sein, auch was. Ja. Ja, das haben wir echt mal. Ja. Zu viel geguckt. Schieß mal lieber. Ja, hat auch nicht an andere Spiele zu viel rausgeguckt. Ja. Reicht. Ist schon gut, die Waffe. Ich freue mich jetzt schon, rein. Das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich spiele es ja erst einmal durch.
Ja, aber ich freue mich auf den Retro-Modus nochmal. Den spiel, dann spiele ich nämlich nochmal. Ey, wo ist denn das? Oh. Da bist du ja. Da bist du ja. Tschüss. Naja, die Kampagne kann man ja dann noch mit dem anderen durchspielen. In der zweiten Zeitlinie, ja. Ja. Das Kämpfen. Kämpfen macht halt einfach auch Spaß. Schnauze. Sind aber noch beide Offiziere da? Erst ihr goldene Gesichtsmaske. Give me power. Ja, bumm. Mit Nazi-Strom schießen wir die jetzt um. Das ist immer die nächste Stufe, jetzt, wenn es so Ökostrom gibt, dass dann auch dann Nazi-Strom? Ja, vielleicht nicht irgend sowas. Man hat dann so den politischen Stromkau, weiß ich, rechter Strom, linker Strom oder so. Ich kaufe nur SPD-Strom oder so. Keine Ahnung, sowas in der Richtung gleich. Scheiße, 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 scheiße. Au, au, au. Nee, da, scheiße. Das hilft dir nicht. Okay, das ist ein bisschen besser. Schieß den Spinner halt weg, das ist ein ganz normaler Handel. Ja, ich habe keinen Strom mehr. Doch, jetzt. Kein Strom mehr. Das Problem ist, es ist nicht der letzte Handelmann, der hier rumrennt. Ja, ändere du mal deine Position. Der andere hast ja auch noch die... Vielleicht auch gleich mal aufladen, wie wir da stehen. Ich lade mal eben mein Gewehr auf. Ja. So. Da kriegt man bestimmt auch schnell mal einen Schlag, oder? Wenn du nicht aufpasst. So, und jetzt ist alles voll. Genau. So, die Batterien sind schon voll. Au, au, au. Ah, fuck, 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 fuck. Wechsel die Waffe. Genau die. Moment. Die ist halt schnell leer, ist das Problem. Ja, ja. Gerade jetzt halt mit diesem Zielschuss. Ja, mit dem anderen kannst du wenigstens ein bisschen schießen. Oder du musst halt schnell die Waffe wechseln, dann, nachdem du damit einmal geschossen hast. Da ist er. Schießen wir unten durch. Sehr gut. Hat funktioniert. Sehr gut. Aber es sind noch Kommandanten hier. Genau. Ein bisschen kopflos, der Junge. So. Irgendwo schlägt noch ein Alarm. Nonstop. Springt bloß nichts mehr. Niemand mehr da. Hätte sich mal vorher überlegen sollen. Die sieht ein bisschen aus hier wie diese Rettungskapsel Bay von Spaceballs, ne? Wer bist du denn? Ich bin die bärtige Lady. Wo ist denn der blöde Kommandant? Ich wette, der hat sich irgendwo versteckt. Natürlich ist irgendwo so versteckt. Machen, so machen das die feigen Kommandanten. Aber wo ist die Frage? Ich könnte auf die Karte gucken, aber das nimmt der ganzen Sache so ein bisschen die Spannung. Bin total gespannt. Ja, ich merke das schon. Du wirst ja schon nervös neben mir. Ja, total. Ich kann gar nicht mehr ruhig sitzen. Da ist er. Okay, den haben wir jetzt aber auch ein bisschen gequält, oder? So aufschaltet. Erst so Kopf, Beine, ja, pf, Arm, nochmal Arm. Zwischendurch dachte er wahrscheinlich noch so, boah, dass ich das überstanden habe. Wahnsinn. Und genau, jetzt das hier überall plötzlich ist sie explodiert. Im Raum verteilt. Au. Zum Glück trüge ich einen Integralhelm, deshalb ist mir nichts passiert. Das könnte jetzt hier echt Alien sein, ne? Ja, also, ja. Oder auch ein Doom. Ja. Obwohl eher ein Alien, finde ich gerade so. Von der mit den 80er Jahre ja. Jalousien so. Ja. Obwohl die Waffe jetzt wieder total Doom wäre. Das, aber das, könnten, schon die, halt. Das könnten die schon. Hoffentlich versauen die das Doom nicht. Das wäre schon schön, mal wieder so ein... Ein richtig geiles Doom. Geiles Doom 1 und 2 haben auch so einen Ruf. Und Doom 3 war jetzt nicht schlecht, aber... Obwohl ich ehrlich gesagt auch gar nicht wüsste, was macht denn heute noch ein Doom aus? Das sollen die halt mir beantworten, so muss ich ja nicht machen. Das ist ihre Aufgabe, dass sie mir das halt hinsetzen. Sie sollen ihnen das Geld geben und... Ja, ich bezahle dafür, dann sagen sie, ich sage, stimmt, das wollte ich haben, danke. Tschüss. Das ist schon cool. Die
Ja, voll. Das hat schon was. Echt. Voll. Schon sehr, sehr geil. Hat er immer diese sehr, geile, sehr geile, unschöne Spiel. Super geil. Wolfenstein, super geil. Ich kann mich an sowas einfach nicht satt sehen, wenn das schön gemacht ist. Man kann sich mal überlegen, wo man herkommt. So, wir spielen ja jetzt auch schon fast bald ja, 27 Jahre oder so. Ne? Wie im Retro-Modus halt, ne? Bitte nochmal. Wie sieht halt aus wie im Retro-Modus, wo wir angefangen haben? Ja, das war so. Stimmt. Sieht auch geil aus jetzt gerade voll. Ja, ne? Das sind so Design diese ganzen so. Bilder, die sehen halt aus, als könntest du sie rendern. Das ist ein Raumschiff, Raumanzug. Geil. Und da sollen wir rein. Sieht total cool aus gerade. So, das Design finde ich ja gerade ziemlich cool. Astral. Sehr, sehr geil. Oh, sehr, sehr Wahnsinn. Geil. Ja, und hier ist ein Raumanzug und die Freude, die sparen wir uns. Auf die Oberfläche. Kein Grund, nervös zu werden. Genau. Genau, es ist kein Grund, nervös zu werden, aber ein Grund für eine kleine Pause. Und dann geht es in der nächsten Folge raus. Bis dann. Tschüss.